Oh, ist doch wahr. You're hiding something from me, Black. And I will find out what. I'm not hiding anything. You still take me for a fool. Look how many mercenaries there are, Black. A memory will only seek to protect itself in this manner if its owner doesn't want it to be examined. Na toll, ich hänge jetzt irgendwo fest, oder was? Oh nein. Gut, toll. Können wir nochmal machen. Und Checkpoint fortsetzen. Jupp. Können wir also nochmal machen. Nur weil ich wieder irgendwo runtergesprungen bin, wo ich wahrscheinlich hätte runterspringen sollen. Nein, ist so scheiße. Ja, toll. Und nochmal alles von vorne. Disrupted as little as possible, Black. Don't go in all guns blazing. Ja gut, vielleicht machen wir es diesmal mal ein bisschen stealthiger. Ja, genau, als ob. Oh, guck sie nicht rüber. Wie ging denn das noch hier? Oh shit, there's someone here. Wie ging denn das noch mit Nahkampf? Das ist aber Mist hier. Spieloptionen, wie ging denn das noch mit Nahkampf? Tutorials, bla bla bla, traumatisieren, bla bla bla. Soundoptionen, ach, Steuerung, da steht's auch dick und breit. Zielen, das muss ich mal kurz gucken. In die App, bababab. Waffe verstecken, Waffe abfeuern, Cornergun biegen, ducken, schneller Scan, Waffe nachladen. Sprinten. Da steht nichts von Nahkampf. Bin ich bescheuert jetzt hier, oder? Normalerweise konnte man doch immer von hinten, konnte man die Gegner dort noch irgendwie außer Gefecht setzen. Waffe wechseln, ducken, schneller Scan, Waffe nachladen, interagieren. Ja, gut, dann nicht. Wahrscheinlich interagieren mit Viereck, schätze ich mal. Was? Ja, was? Was? Relax, Mr. Black. This is an investigation. Trying to break the simulation or destroying everything will not help you. So, wo seid ihr? Wo sind die denn? Ich sehe da hinten keinen. Ich sehe da keinen. Wo denn? Ich laufe doch mal rüber. Ich sehe da trotzdem keinen. Nö. Ach, was? You still take me for a fool. Look how many mercenaries there are, Black. A memory will only seek to protect itself in this manner if its owner doesn't want it to be examined. Ja, hier können wir wieder zurück, aber ich denke mal nicht, dass wir in die Richtung, muss irgendwo ein Beweis sein. Hä?
Ach da. Ach nein. So tired of this shit. Me too, mate. 2 months since we last got paid. This is bollocks. Scharfschützen, das ist nicht gut. Ich will hoffen, dass wir die entweder schon erledigt haben. Oder dass die gänzlich weg sind. Da sind ja mehrere. So ein Mist. Ich glaube, ich gehe mal lieber rechts außen. Da habe ich bis jetzt nur einen gesehen. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Mist. Ja, genau, richtig. Mit einem Schuss macht er mich. Na, richtig. Auf jeden Fall tut er das. Ach ja, das ist ja toll. Ja, was ist das? So. Genau. So, dann wollen wir uns sehen als nächstes. Mist! Wer hat mich denn... Oh, ey, komm. Mal so ein bisschen. Wir ja zumindest eine Chance haben. Oh, er da oben. Und vor allem bei einem Schuss sind wir sofort tot. Das ist so der Hammer. Mal kurz nach rechts gucken, ob da... Ach, guck mal, da ist einer. Guck mal, deswegen. Können wir hier irgendwie... Ah, vielleicht können wir uns hier so ein bisschen... durch die Mitte so ein bisschen fortbewegen. Nein! Was bist du denn? Ach da. Ich geh mal hier lang. Ah. Vielleicht hier lang? Ah, da sieht er mich, okay. Können wir vielleicht ausknipsen.
Ja, manchmal stealthen doch vielleicht gar nicht so schlecht. Aber bis jetzt hatten wir auch noch nicht so viele schwere Söldner. Frage ist, ob ich den jetzt auch nochmal ausknipsen sollte. Ich glaube, ich mache das mal. Ich weiß nicht, ob er mich dahin gleich sieht. Jetzt können wir ihn einen holen. Obwohl ich mich frage, warum er das nicht mitkriegen kann. Aber na gut, okay. Will mich nicht beschweren. So, dann können wir den da ganz oben auf dem Berg noch holen. Das ist nicht, dass ich holen müsste, aber ich will es. Ich will es ganz einfach. Dann ist auch noch einer. Da habe ich gerade ein rotes Fähnchen gesehen, eine rote Markierung. Einer muss hier noch sein, da unten. Da. Den kriege ich auch. So, da sagt, ist alles frei momentan. So, da sind wir an der Stelle, das heißt, wir müssen noch da. Wahrscheinlich hier durch. Ich weiß nicht, ob wir hier auch irgendwelche Sachen noch finden, aber... Sieht nicht danach aus. Ich gehe trotzdem mal zu der Tür da. Ach, guck mal. Und da haben wir auch wieder so ein Zahlenschloss. Hier so ein Nebeneingang. Mal gucken, ob hier noch welche rumschleichen. Sieht nicht danach aus momentan, aber so wie das Areal hier aussieht, ganz ehrlich, da werden garantiert noch irgendwo irgendwelche rumschleichen. Das sieht mir so richtig verdächtig danach aus. Außerdem sind hier nochmal wieder solche blauen Punkte, wo man wieder irgendwelche Verstecke oder Barrikaden oder sonst was setzen kann. Sie sind rachsüchtig, Black. Ich kann es Ihnen gut gehen lassen. Ich kann es Ihnen gut... Was? Ich kann es Ihnen gut gehen lassen. Oder Sie zerstören. Achso, okay. Aber du meinst... Okay. Merkwürdiger Ort hier. Ah, guck mal, und da ist auf jeden Fall wieder so ein Bild, wo wir ins Kapitel reinrutschen können. Ich gehe jetzt aber erstmal weiter.
Ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen angespannt. Ich warte nur darauf, dass hier irgendwo noch Gegner wieder zu finden sind. Aber auf dem Radar sehe ich momentan noch keine. Ah, da oben. Wo ist denn der? Da. Oha. Sind zwei. Drei! Scheiße. Ach, da hockt ja eine. Nein, nein, hier ist keiner. Nein, nein, hier hat sich gar nichts bewegt. Gar nichts. Überhaupt und rein gar nichts hat sich hier bewegt. Boah, ist klar. Kontakt verloren. Ja, das ist auch besser für dich. 20 Schuss haben wir noch. Komm, lass mich hier rein. Nein! Aua, aua, aua. Bist du? Der ist auch weg. So viel wieder mal zum Thema Stealth. Sehe ich Kontakt verloren. Also einer muss da Minimum noch sein. So. Oh, seid ihr. Lass ich gar. Uey! Hab dich. Was, du kannst mich sehen? Okay. Momentan höre ich keine Meldung mehr, also habe ich die Hoffnung, dass es das vielleicht schon gewesen ist. Vielleicht. Scheint nichts weiter zu sein. Ich hoffe, dass es mal da mit dem Feuer weitergeht, dass es so eine kleine Signal ist. Ja, mir geht es auf jeden Fall weiter. Warte mal, ich will mal kurz hier oben was gucken.
Geht aber nicht. Oder, warte? Doch, kann ich. Ach so, alles klar. Ich dachte, das sah so ein bisschen aus wie ein kleiner Nebengang, aber nein. Huch. Okay. Fuck. I'll never get used to how all this works. Warum soll es auch? Habe ich keine Waffe? Howard, Mr. Black. Been a while. Last time we saw each other would have been... Let me see. When I stole the corner gun. Ah, yes. When you stole my corner gun for Robert Ramsey. Really, I should just have killed you on the spot. I'd feel so much better about everything. Why don't you? You're so exquisite. So flawless in the way you ruined me and my company. I wanted to even the playing field a little. Do something similar to Ramsey. And I racked my brains and I just couldn't think of who would be the best man for the job. Then it occurred to me. Me? I'm Ramsey's head of security. Why would I work for you? Tja, das ist die große Frage. Warum wir? So. Weiter geht's. Every man has his price, Slack. Especially you. I'm paid well. Yes, but not as well as you'd like to be. Not as well as you could be. It's not about the money. That's a chestnut. Okay, fine. Then how about this? According to my sources, Ramsey has a surprisingly accurate record of your criminal history, far more so than the police. Seems to me he's got you over a bit of a barrel. Work for him, or go to prison. The way I see it, Mr. Black. You're his bitch. You sound jealous. I envy no man, Black. If someone has something I want, I take it for myself. So here's my offer, and I'll only make it once. You work for me, not Ramsey. I devise a plan to get Ramsey's Pandora device, and you carry it out. You name your price within reason, and if you're successful, I'll forget about the whole corner gun fiasco, and we'll both be on our merry way. How does that sound? If I refuse? You're alive because you're useful, Black. Don't get any ideas. No. Excuse me. I said no. I'm not sure I've been clear enough here, Black. Oh, you've been clear. But I refuse your offer, Howard. I'll not work for you. I'll never work for you. I'll not carry out this little plan of yours. I don't agree to any of it. I refuse. Okay. Und jetzt
Oh nein, geht das schon wieder los. Ich habe keine Waffe. You spent so much time, so much energy figuring out who's to blame, yet you never stopped to consider yourself. Und die Tür ist offen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Bin ja die ganze Zeit schon, aber jetzt besonders. Tot? What the fuck? Eine Simulation. What's going on? I'm put it. Closing the asylum. How are you doing this? What is this place? Ich schließe, das war alles fake oder was? Oh, this place again. What's it all about this time? Lecker. Implantation von Erinnerungen. Im Jahr 2013 gelang ein Durchbruch, als es einem Team von Forschern um Susumu Tonegawa, Gewinner des Nobelpreises für Medizin im Jahre 1987, gelang, eine falsche Angsterinnerung direkt in das Gehirn einer Maus zu implementieren. Die Konsequenzen einer solchen Erinnerungsbearbeitung bei menschlichen Testsubjekten war sofort eindeutig, speziell für Patienten, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litten. Steve Ramirez, ein Mitverfasser von Tonegawas Studio, sagt, wir können anfangen, Fragen zu stellen, mit denen sich früher nur Philosophen befassen konnten. Dennoch ist sich die wissenschaftliche Gemeinschaft uneins, inwiefern solche Experimente ethisch vertretbar seien. Doch inwiefern werden wir unsere angeborenen psychologischen Schutzmechanismen verändern, wenn schmerzhafte Erinnerungen einfach aus dem Gedächtnis einer Person gelöscht werden können? Inwieweit verändert sich dadurch das, was das Wesen einer Person ausmacht? Und in welchem Ausmaß stellt es denn einen Eingriff in die Bedeutung des Menschseins dar? Hat so ein bisschen was von dem Spielfilm Inception. Ich hab jetzt, könnt ihr, ne? So, wir müssen sicherlich erstmal darüber. Puppet Master. Wie das hier aussieht. Cole Black. Nach seinem Austritt aus dem Militär von 7 Jahren verlor sich Black im Alkohol. Das haben wir schon mal gelesen. Seine Arbeit bringt viel Geld, aber bla bla, scheint in Garage. Nee. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Body found? Leiche im Lagerhaus gefunden. Edwin Newt sagte dazu, das sind alles Sachen, die wir schon mal gelesen haben. Der Tod von Jesse Peredo verbleibt unaufgeklärt. Ja, das sind alles Sachen, die wir schon mal gelesen haben. Die haben wir schon mal gelesen. Ja, Puppet Mann. Oh. I'm afraid I haven't been quite straight with you, Black. My apologies. Right. Once and for all, what the fuck is going on, Ramsay? Where am I now? My memories, Mr. Black. Interacting with someone wearing the Pandora can sometimes create what I call synaptic bleed. Two-way traffic, if you will. A flaw in the technology. Okay. The asylum? Oh, forgive me. The asylum was... necessary. Ah, son of a bitch. That's all no fake. That whole thing was just some big illusion. Simulation would be the correct term. The construct was of my own design, intended to keep your adrenaline at the optimum level for the technology to function efficiently. Wie abgefuckt. And the inmates. Patients are yours. The patients were nothing to do with me. I just provided the simulation. But the mind has a wonderful way of filling in the gaps. I show you a creepy old asylum. Your mind populates it with lunatics. Likely just half-remembered characters from your life. Sometimes even films and books.
Predictable, wie krass. Bad, but not unexpected. So der hat es nie gegeben, Figuren. This whole thing was a lie. Do you want to talk about lies, Mr. Black? Whose lies and tricks would you rather discuss? Mine or yours? I don't know what you mean. You know exactly what I mean.